Wie wir sehen. Irgendwann sterbe ich sowieso. Bis dahin spiele ich mit deutschen Rappern Domino, weil es für sie um King Kalitzin geht. Ich will so sehr. Baby, guck mal. Oh, Hallöchen, Freunde. Was macht ihr denn zwar zwischen den Schenkeln meiner geilen Freundin, hä? Was geht ab, Leute? Back in the game. Remember my name. Wir gehen jetzt einkaufen und ich nehme euch mit. Es muss nämlich eine gewisse Kamera abgeholt werden, die ich jetzt schon seit geraumer Zeit bestellt habe. Ich werde mir noch das ein oder andere Utensil zulegen, um meine Fitnessernährung zu erweitern. Okay, der Akku sagt schon, alles klar, zwei Striche. Ja, moin. Die Zigaretten müssen leider hier warten, weil dafür habe ich jetzt keine Zeit. Und ich muss noch die gute Base abholen. Ja, ich muss meine Base abholen. Dann wird zum ersten Mal Liquid gemischt. Natürlich geht es dann auch ins Training. Wir müssen jetzt nochmal nach Coesfeld, weil sie muss in einem Shop unserer Wahl, ja, einen ganz bestimmten Pullover holen. Coesfeld ist immer so eine Sache, weil da halt, ja, ich bin da schon bekannter, sagen wir es mal so. Aber das hält uns ja nicht auf, ne? Also, let's go! Übrigens, die geilste Methode, seine Wäsche trocknen zu lassen. Einfach über das Ding hängen. Sieht man mehr an, dass ich wenig geschlafen habe? Ja, ne? Ich habe heute irgendwie richtig beschissen gepennt. Aber wir gehen jetzt erstmal los. Ah, Freunde, es ist so geiles Wetter. Die gute Angel Queen muss jetzt noch was wegbringen. Juck mich nicht. Boah, wie lange braucht die denn, Alter? Das soll nur kurz ein Geschenk abgeben. Ah, verlässt man sich einmal auf Hermes. Jetzt bin ich extra nach Fehlen gefahren, um hier mein Paket abzuholen. Extra mit Schein. Und was sagt die Olle mir da? Das Paket ist gar nicht da. Ich bin jetzt extra nach Gescher gefahren, um mein Paket von der Deutschen Post abzuholen. Dreimal dürft ihr raten, was passiert ist. Richtig, mein Paket ist noch nicht da. Das liegt aber nicht an denen, das liegt an dem Drecksladen, wo eigentlich das Paket hingekommen ist, denn der ist wahrscheinlich in die Insolvenz gegangen und da war halt auch eine Paketannahmestation und ja, die haben mir dann gesagt, jo, dein Paket ist hier. Sehe ich, dass mein Paket hier ist. Das heißt, ich bin jetzt schon wieder 20 Kilometer umsonst gefahren. Ja, moin. Das heißt, es gibt heute keine Base und es gibt heute kein Liquid Mission und es gibt heute keine Kamera-Action. Das Maul. Würde ich mal sagen, auf nach Coesfeld. Können wir wenigstens für die shoppen gehen. Ich bin jetzt zum ersten Mal in Coesfeld in diesem Parkhaus reingegangen und zieht euch diese Karre mal rein, Alter. Digga, was? So, Thumbnail ist auch gesaved. Damn, was für ein Auto, Mann. Kleine Uwe, Grüße gehen raus an dich. Yeah. Süße, hallo. Angel Army. Ich kann es kaum glauben, ich habe zum zweiten Mal in meinem Leben etwas bei H&M gefunden. Kann man sich mal gönnen, ne? Warmes Angebot. Goldketten um Hals, aber für eine Hose nicht mehr als 10 Euro ausgeben. Yeah. Ja moin, 3 Minuten 50 Cent mehr. Kann man mal machen. Oh! Ey, wo ist mein Paket, Jungs? So, Freunde, das Training ist geschafft. Die Schultern sind aufgepumpt und jetzt geht's nach Real. Ein Einkaufszentrum meiner Wahl, muss ich jetzt immer erwähnen, sonst könnte es doch zur Produktplatzierung führen. Wir haben gerade Juri im Fitnessstudio getroffen, ziemlich geil. Und eine alte Freundin habe ich auch mal wieder gesehen. Und jetzt wird sich ein Mixer und ein Zerranfeld geholt. Alles klar? Ja. Hier, ersten Abonnenten getroffen. Willst du den grüßen? Hau raus hier. Grüße die 9A. Ja, das war's. Aus Coesfeld? Ja, ja. Krass. Ich habe wieder was gefunden, was meine Laune aufbessert. Und zwar Papa Shisha. Wer von euch kennt das? Das war mal bei Die Höhle der Löwen war das, ne? Die Höhle der Löwen oder wie heißt das im Amerikanischen? Shark Tank, genau. Da haben die das vorgestellt. Das ist so ein Getränk, das schmeckt 1:1 nach Shisha. Und die haben jetzt eine neue Sorte rausgebracht. Das ist Exotik Shisha Tabak mit, ich glaube, Wassermelone, Maracuja und... Alles klar! So, wir haben jetzt noch eben ein bisschen geschlafen. Ich konnte natürlich wie immer nicht einpennen. Trink mir jetzt mein letztes Papa Shisha auf. Richtig nice. Wie wir sehen. Jetzt zeige ich euch mal unsere Mini-Küche. Dieses gute Ding haben wir uns geholt. Das ist irgendwie voll geil. Das ist nicht... Ah, kennt ihr das? Und so ein Mini-Mixer. Ihr kennt's. Ich mache mir meine Hähnchen immer an der Fritteuse und ich liebe diesen Geruch von der Fritteuse. Bescheuerter
kann man gar nicht aussehen. Und gerade lade ich hier noch ein schönes Video hoch. Dauert auch nur noch 31 Sekunden. Vielen Dank, Deutsche Glasfaser. Ihr seid wirklich nice. Der Vlog aus Brüssel ist zu Ende gedreht. Ich habe jetzt hier eigentlich vor einer Stunde schon angefangen zu essen. Ich komme wieder zu gar nichts. Ich habe mir eben Tanzverbot sein oder Unge reagiert auf Tanzverbot sein Spielzeugvideo angeguckt. Und die gute Angel Queen und ich uns ordentlich ein abgelacht. Ja, jetzt bin ich hier noch 7 dabei, ein Video hochzuladen. Es ist einfach 1:07 Uhr. Und ich bete, es ist ja schon der neue Tag, ich bete, dass ich heute meine Sachen abholen kann. Nee, eigentlich geht's Mittwoch wieder nach Brüssel. Deswegen ist auch da der Koffer noch gepackt. Ja moin, den Akku laden. Da kennt die Kamera auch nichts, möchte auch gerne mal wieder hier geladen werden. Frisur ist auf jeden Fall on point gerade. Ich habe mir seit langem mal wieder einen Eiskaffee gegönnt. Wer von euch trinkt Eiskaffee? Bestimmt behindert. Thank you.